WM Sierra Nevada 2017. Im ersten Lauf ist es super gelaufen. Für mich habe ich schon einen relativ starken Heat gehabt, den ich gewinnen habe können. Hab da auch super stark getroffen und ja, dann leider im zweiten Lauf ging mir dann gar nichts mehr auf, da ich schon oben im Start verschlafen und habe mich dann in der vierten Kurve einfach hingelegt, weil ich zu sehr auf dem vorderen Bein gestanden bin.